Und wir haben jetzt Folgendes vor. Und zwar habe ich hier mein Predator 240 GB M.2. Und den müssen wir einmal rausmontieren. Den kleinen Speicher hier. So, da haben wir ihn. So schaut das Ganze aus. Und merkt euch jetzt hier an dieser Stelle, wir haben hier auf der Rückseite Speicherplättchen, also die Platinen. Und hier unter dem Sticker haben wir auch welche. Also beidseitig haben wir Speicher angebracht. 240 GB, ja? M.2, revolutionär und genial. Aber Leute, es gibt etwas Neues, etwas Besseres, wie jedes Mal. Das war einer der ersten M.2 SSDs, die es auf dem Markt gab. Und jetzt gibt es von Samsung die abgedatete 950er. Es gibt jetzt die 960 Pro M.2. Ich habe jetzt hier die 512 GB Variante. Das ist die kleinste verfügbare Variante. Also doppelt so viel Speicher wie hier mit der 240er. Also mehr als doppelt so viel. Und das Ding ist bis zu dreimal so schnell wie meine jetzt schon enorm schnelle M.2. Denn das Ganze ist NVMe SSD Storage. So, NVMe ist einfach revolutionär und wird leider von diesem Mainboard hier nicht unterstützt. Ja, jetzt Facepalm. Und zwar werde ich das Mainboard, das ist schon auf eBay gelistet, in relativ naher Zeit verkaufen. Ihr könnt natürlich NVMe Storage trotzdem benutzen. Es ist immer noch dasselbe Format, immer noch M.2. Aber ihr könnt natürlich nicht Gebrauch machen von den enorm schnellen Lese- und Schreiberaten. Wieso schreibt man das nicht auf die Oberfläche von seinem Produkt? Man will doch damit werben. Noch nicht mal auf der Rückseite steht das drauf, oder was? Tatsächlich, es steht noch nicht mal auf der Rückseite drauf. Also man muss schon gewissermaßen überzeugt von seinem Produkt sein, wenn man nicht mit seinen revolutionären Stats angeben will. Also die beiden werde ich jetzt tauschen. Die Samsung 960 Pro kommt in das neue Bild. Und dazu habe ich hier von Agfa Computer die sogenannte Cryo M.2 Line, und zwar den Mikroadapter. Das ist ein kleines Heatsink. Ja, das ist sozusagen ein Kühlkörper, schwarz eloxiert aus Aluminium. Das Ganze heißt Cryo M.2 Micro und ist halt ein Passivkühler. In der Größe 280, also perfekt für diese M.2. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal ein kleines Unboxing zu der Samsung M.2 und schauen uns das Ganze ein bisschen genauer an. Also bis gleich. So, hier haben wir jetzt die HyperX Predator 240 GB Version, M.2 SSD, kein NVMe Standard. So sieht das Ganze aus. Hat mir verdammt gute Dienste geleistet, die kleine SSD. Und übrigens ist der Speicher von Kingston. Also HyperX ist sozusagen eine Unterfirma von Kingston. So, hier haben wir jetzt den Samsung-Speicher. Nicht viel größer, nicht viel kleiner als der Predator selbst. Aber das Ding hier, wenn ihr schon die Rückseite seht, und zwar haben wir hier auf der Rückseite eine komplett blanke Platine, lediglich hier der Garantieaufkleber. Und auf der Vorderseite haben wir die gesamte Hardware sozusagen, die gesamten Chips. Das Besondere am NVMe Storage von Samsung, dass das Ganze geschichtet wird. Das ist eine Technik, die meines Wissens nur von Samsung im Moment verwendet wird. Das Plättchen hier, dieser Sticker in Anführungsstrichen, besteht aus hauchdünnem Kupfer und ist sozusagen ein Update zu der 950er Variante, um Wärme einfach besser zu transportieren. Und deswegen werden wir dort auch direkt auf der Oberfläche dann das Wärmeleitpad anbringen. Ist delicious.
haben es geschafft, ohne die M.2 zu zerstören. Unglaublich. Ich glaube aber, man muss da tatsächlich noch... Ja, okay. Jetzt ist es wirklich richtig schön reingeklickt. Wow. Okay, das Wärmeleitpad wird auch richtig squishy, ja? Also richtig an allen Seiten rausgedrückt. Also es wird richtig schön Kontakt aufgebaut hier zu dem Kühlkörper. Und es sitzt jetzt bombenfest. Also das war ein kleiner Akt, weil ich mir echt nicht sicher war, wie ich das Ganze hier anstellen soll. Aber hat jetzt geklappt. So, so sieht das Gesamtergebnis aus. Aquacomputer Cryo M.2 Micro. So Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV natürlich, selbstverständlich. Und ab jetzt sind wir mit NVMe schnell unterwegs. Übrigens, dieser kleine Kühlkörper hier kann die Temperaturen von der M.2 bis zu 10 bis 20 Grad könnt ihr dabei mit rausholen. Nur durch diesen Kühlkörper. Nur durch diese kleinen Kühlrippen. Und das ist es mir allemal wert. Das Ganze gibt es von Aquacomputer noch in einer größeren Variante für den PCIe-Slot. Aber die ist mir erstens zu sperrig, mit LEDs versehen und kostet viermal so viel wie dieser kleine Kollege. Hier, er hat übrigens 9 Euro gekostet, hier dieser Kühlkörper. Also komplett zufriedenstellend für das, was man hier geliefert bekommt. Also, jetzt an der Stelle Gaming Fitness, That's You See on GAX TV. Haut da rein, Leute!